Und damit hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Uranium Version. Das Spiel, davon hat man ja schon ganz schön viel gehört in den letzten Jahren und irgendwie bin ich nie so richtig dazu gekommen, das selbst mal zu spielen. Deswegen würde ich sagen, wir holen das heute nach. Was kann man denn hier einstellen? Musik? Textgeschwindigkeit, okay, schon. Noch irgendwas Interessantes? Autosave kann man anmachen, wie schön. Okay. Na dann. Würde ich sagen, wir fangen direkt mal an. Ah, man kann direkt als Nuzlocke spielen, aber wenn ich das erste Mal spiele, lieber ohne Nuzlocke. Ich habe ohne Nuzlocke ausgewählt, oder? Hä? Wer ist da? Oh, hallo. Willkommen in der Welt von Pokémon. Mein Name ist Bamboo. Aber wenn du das schwer findest auszusprechen, kannst du nicht mich einfach nur Pokémon-Professor nennen. Du hast dich für den Job beworben, nicht wahr? Gut. Soll ich dir erklären, wie alles funktioniert? Er sagt dann nur den Standardkram. Ja, er sagt nur den Standardkram. Alles gut. Ich hab's gecheckt, glaube ich. Ja, oh, es ist süß. Es ist eine Katze, aber es ist auch ein Vogel. Wir Menschen teilen diese Welt mit Kreaturen, die man Pokémon nennt. Mehr als normale Pokémon, Tiere haben Pokémon die unglaublichsten Fähigkeiten und eine sehr hohe Intelligenz. Menschen und Pokémon existieren zusammen in vielen, auf viele Arten und Weisen. Manche Pokémon werden als Haustiere gehalten, andere helfen uns bei der Arbeit und andere werden in Kämpfen benutzt von Trainern, so wie du einer bist. Aber es gibt noch so viel, was wir nicht über Pokémon wissen. Das ist mein Job. Ich studiere Pokémon. Um genau zu sein, bin ich ein Experte, wenn es um Pokémon-Elemente geht. Jedes Pokémon hat einen Typen und jeder Typ hat seine eigenen Stärken und Schwächen. Aber warum existieren sie? Gibt es neue Typen, die wir noch gar nicht entdeckt haben? Ach, aber ich werde dir davon mehr erzählen an deinem ersten Tag im neuen Job. Komm gern zu mir ins Labor morgen, um dein erstes Pokémon zu bekommen. Nun, wenn du hier dieses Formular ausfüllen würdest... Wer bist du? Cool, es gibt so viele Möglichkeiten. Nimm mal die rechte, glaube ich. Wie heißt du? Sehr schön. Ja. Miri, bist du bereit? Deine Reise, deine Geschichte wird jetzt anfangen. Die Zukunft liegt noch im Trüben. Du, zusammen mit deinen Pokémon, wirst sie erforschen. Es wird Herausforderungen geben. Und, Herausforderung, ja. Und ihr werdet neue Entdeckungen machen. Los geht's! 10 Jahre zuvor lebte Miris Familie in Beel Beach City. Die größte Stadt in Tandor. Ihr Vater, Kellen, war ein mutiger und talentierter Pokémon-Ranger. Ihre Mutter, Lucille, war eine brillante Wissenschaftlerin und Experte, wenn es um Nuklearenergie ging. Auch wenn beide wirklich anspruchsvolle Jobs hatten, hatten sie immer Zeit, um sie zu Hause mit ihrer jungen Miri zu verbringen. Die Tandor-Region war friedlich und Lucilles Arbeitgeber arbeitete an einer Form von sauberer Energie, die die Welt verändern würde. Die Zukunft schien gut, aber... Es war ein normaler Tag im Atomkraftwerk, in dem Lucille arbeitete. Eine ganz normale Routineinspektion. Sie haben einen Spezialisten hinzugezogen, um sich das elektrische System anzusehen. Cameron, bist du mit der Diagnose fertig? Ja, bin ich. Es scheint alles
super zu funktionieren. Der Generator, den du designt hast, macht seinen Job wirklich gut, Lucille. Sehr gut. Wenn alle mit ihrer Arbeit fertig sind, machen wir eine Pause. Boss, das sollten Sie sich vielleicht ansehen. Seltsam. Die Temperatur ist viel höher als sonst. Entweder müssen wir das Thermometer resetten oder... Der Reaktor setzt eine große Menge an Hitze frei. Es kann nicht das Thermometer sein. Das habe ich gerade erst überprüft. Also... Es muss ein Problem im Reaktor geben. Bei dieser Temperatur dauert es nur ein paar Minuten bis zum kompletten Meltdown. Wir müssen alle evakuieren. Jetzt! Lucille, du musst auch gehen. Lucille? Mit der Hilfe von Cameron konnten alle Wissenschaftler entkommen, außer Lucille. Man hat sie danach nie wieder gesehen. Die Strahlung, die aus dem zerbrochenen Reaktor austrat, hat die umgebende Region unbelebbar gemacht für viele Jahre. Und auch dadurch konnte man nicht nach ihr suchen. Der Verlust seiner Frau hatte starke Auswirkungen auf Kellen. Seine Persönlichkeit änderte sich. Er wurde kalt und kümmerte sich nur noch um seinen Job. Bald wurde er zum Chief der Pokémon Ranger befördert. Wie auch immer, er wurde zu beschäftigt, um sich um sein Kind zu kümmern. Also wurde die junge Miri zu ihrer älteren Tante nach Mokitown geschickt. 10 Jahre sind vergangen. Der Tante ging es nicht mehr so gut. Ein Kind zu erziehen und unterstützen war zu viel Arbeit für sie. Zum Glück hat der lokale Pokémon-Professor nach einem Forschungsassistenten gesucht. 2 Kinder aus Mokitown haben sich beworben. Miri und ihr Kindheitsfreund Theo. Es war üblich für die Jugend, sobald sie ein gewisses Alter erreicht, ein Pokémon zu bekommen und durch die Region zu reisen als Pokémon-Trainer. Und so fing Miris Reise an. Yay! Miri, komm runter, du bist spät dran. Und was haben wir hier? Eine Wii U. Aber ich höre, dass bald ein neues System rauskommt. Was könnte das nur sein? Was haben wir hier? Gibt es einen Trank? Ja, es gibt einen Gratis-Trank. Sehr schön. Kann ich noch nicht sprinten? Nee. Sieht nicht so aus. Gut, dann ohne Sprinten. Nee. Kein Sprinten für Miri. Aha. Zu Hause ist, wo das Herz ist. Okay. Und ein Herz ist darunter. Schön. Miri, Süße. Heute ist ein großer Tag, nicht wahr? Ich fühle mich irgendwie seltsam zu sehen, wie meine Kleine erwachsen wird und das Zuhause verlässt. Oh. Wenn diese alten Knochen nur mehr tun könnten, um uns beide über Wasser zu halten. Aber wir wissen beide, dass du dafür bereit bist. Du und dieser Junge, Theo, der dir immer nachgelaufen ist. Du konntest immer alles, aber was ist mit ihm? Er ist jünger. Ich bin sicher, sein Vater Cameron würde es ihm nicht erlauben, wenn er nicht ganz sicher wäre. Ach, war das nicht einer von den Leuten da bei meiner Mutter im Labor? Interessant. Wie auch immer, um deinen großen Tag zu feiern, habe ich ein Geschenk für dich. Komm schon, öffne es. Ah, jetzt kann ich sprinten. Okay. Oh, kümmere dich nicht um mich. Ich bin nur eine emotionale alte Lady.
Wenn nur dein Vater jetzt hier wäre, ich bin sicher, er wäre so stolz auf dich. Und ich bin sicher, du wirst ihn während deines Abenteuers sicher begegnen. Nun, ich sollte dich nicht länger aufhalten. Grüß den netten Professormann von mir, okay? Und wenn du dein erstes Pokémon hast, komm gern nochmal vorbei. Ich möchte es gerne sehen. Viel Glück. Okay. Kann immer noch nicht rennen. Kann ich nicht in Häusern rennen? Bin ich zu doof zum Rennen? Wahrscheinlich. Wie kann ich Autorennen anmachen? Hier, Z. Ah, jetzt renne ich immer. Sehr schön. Guten Tag. Oh, Miri, du verlässt dein Zuhause, nicht wahr? Hier, nimm das. Das hilft dir. Und iss es nicht selbst. Warum krieg ich dein Level ab? Bin ich dann ein Jahr älter, wenn ich ein Sonderbonbon esse? Oh, es ist süß. Ich will es haben. Was ist das? Hi. Naja. Wie spannend. Ja, ich gehe endlich. Ihr seid mich endlich los. Die sind nur froh, dass die ganzen Nervensägen gehen. Ja, ich werde jetzt hier... Ich werde jetzt hier die Brötchen verdienen. Richtig. Bin ich überhaupt richtig? Ah ja, sieht gut aus. Und wer bist du? Ah, es gibt also besondere Pokémon, die es nur in der Region gibt, aber es gibt auch die normalen. Hey, warte! Guten Tag. Was denkst du, wo du hingehst, hä? Versuchst du, vor mir zum Labor zu kommen, damit du das bessere Pokémon bekommst? Ja. Nun, das passiert sicher nicht, denn ich werde das Stärkste bekommen. Und zwar zuerst. Also versuch mich einzuholen, Miri. Hä? Fies. Das sind überall Pokémon. Süß. Guten Tag. Oh, wenn das mal nicht Miri ist und, dein Freund, Tommy? Oh, Mann. Kannst du dich wirklich nicht an meinen Namen erinnern? Theo, Theo. Ja, richtig, Theo. Du bist gerade rechtzeitig. Heute ist ein wichtiger Tag für euch beide. Es ist euer erster Tag, in dem ihr als Forschungsassistenten arbeitet. Euer Job wird es sein, durch ganz Tandor zu reisen und Pokémon zu beobachten und zu fangen, um mir mit meiner Forschung an Pokémon-Elementen zu helfen. Ich habe 3 Pokémon, die euch sicher auf eurer Reise helfen werden. Aber bevor ihr eure Starter bekommt, müsst ihr zuerst den Pokémon-Trainer-Test machen. Was? Was für ein Test? Hab ich gelernt. Mein größter Albtraum wird wahr. Ein Test und ich wusste nicht davon. Test? Ich habe nicht für einen Test gelernt. Ich dachte, du gibst uns einfach so ein seltenes, mächtiges Pokémon. Nun, mach dir keine Sorgen. Es ist nicht die Art von Test, für die du lernen musst. Oh, okay. Es ist nur ein Test, um herauszufinden, was für eine Art von Pokémon-Trainer du sein wirst. Verschiedene Starter-Pokémon sind besser für verschiedene Arten von Kämpfen. Ein Starter wird euer lebenslanger Partner sein. Also es ist wichtig, dass ihr gut zusammenarbeitet. Ja, das macht tatsächlich Sinn. Ja, ja, verstanden. Genug geredet, ich will beim Pokémon. Ruhe, Kind. Du bist nicht wirklich geduldig, nicht wahr? Okay. Warte, wir sollen, wenn wir mehr wissen wollen, sollen wir erst mit dem anderen reden. Okay. Um was geht's? Okay. Ah, der Test sortiert Trainer in 3 Kategorien. Defensiv, offensiv und ausgeglichen. Okay, der Professor gibt dir ein Starter-Pokémon, das am besten deinem Kampfstil entspricht. Das ist cool. Defensiv bekommt man den Was bin ich denn? Ich glaube, ich bin sehr offensiv. Also, ich bin eher Richtung offensiv, würde ich sagen. Raptorch, das hört sich sympathisch an. Es ist schnell und stark, das hört sich gut an. Illetux ist das Wasser-Pokémon.
Also ich hätte am liebsten Wasser oder Feuer. Pflanze ist nicht meins. Jetzt wisst ihr auch, warum Pflanze nicht meins ist. Weil ich nicht defensiv bin. Normalerweise. Glaube ich. Man kann das selbst immer so schlecht einschätzen. Aber ich glaube, ich bin nicht defensiv. So. Okay. Guten Tag. Außer wenn ich Leute nerven will. Mit Morlord. Oder mit gewissen anderen wirklich sehr nervenden Pokémon. Ja, ich bin bereit. Auf geht's. Sehr gut. Nun, ohne weitere Umstände. Wenn ihr ein neues Pokémon in der Wildnis entdeckt, was ist eure erste Reaktion? Aber man sieht direkt, was ist. Das ist ja langweilig. Was mache ich? Sehr gut, ihr zwei. Komm schon, das war einfach. Gib mir ein schwierigeres. Ich weiß gar nicht, wie die Pokémon aussehen, die Starter. Was würde ich am ehesten auf mein Pokémon drauf machen? Welche Attacke? Eigentlich Schutz. Aber ich will kein Pflanzen-Pokémon. Okay, Hyperstrahl oder Kraftreserve. Oh, das ist schwierig. Ich hasse Hyperstrahl, weil das ja zwei Runden geht. Dann lieber Kraftreserve. Was ist überhaupt eine TM? Oh, Noob. Das erkläre ich später. Lass uns weitermachen. oh nein, nicht Ampharos. Es tut mir leid. Ich hatte ja letztens Ampharos in einem Durchspielteam dabei. Aber nein. Oh, das ist schon ein nettes Pokémon. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig zu entscheiden. Was würdet ihr nehmen? Das ist echt schwierig. Ich nehme mal Garados. Kann man diesen Test nicht bestehen? Nein. Okay, das ist eure letzte Frage, also beantwortet sie. Was ist eure Motivation, einen Trainer zu bekommen? Ja, ganz sicher nicht neue Freunde zu machen. Vor allem nicht mit Theo. Gut, Feuer-Pokémon. Ach, keine Frage, ich werde der Pokémon-Meister sein. Und niemand steht mir im Weg. Ha, das ist der richtige Kampfgeist-Kind. Nun, das war's mit dem Test. Nun analysieren wir die Ergebnisse. Okay, ich habe meine Analyse beendet. Das ist schon eine coole Art, den Starter auszuwählen mit einem Test. Bisschen wie Mystery Dungeon. Miri? Oh, das rechts sieht ein bisschen aus wie Baby Suicune. Das ist bestimmt der Wasserstarter. Du scheinst ein Trainer zu sein, der das bekommt, was er will. Du möchtest deinen Gegner mit purer Gewalt fertig machen. Ja. Manchmal auch mit Toxin. Die beste Verteidigung ist der Angriff. Passt wahrscheinlich am besten zu dir. Ja, ja. Bisschen sehr an Mystery Dungeon angelegt, ne? Ja, und auch der Satz hier. Für einen offensiven Trainer wie dich ist Raptorch das Beste. Oh, es ist süß. Aber es ist ein bisschen wie ein Glumanda. Es ist ein Armadillo-Glumanda. Cool. Darf ich die anderen Pokémon auch sehen oder nicht so? Komm schon, nimm es, Miri. Ja, yeah, es bekommt ein Spiel. Oh nein, das ist auch noch passend. Oh, die Animation ist ja süß. Oh, es ist ein feines. Hey, ich habe keine Lust mehr zu warten. Miri hat schon ihren Starter und wann kriege ich meinen? Ich bin fertig, deine Ergebnisse zu analysieren. Hm. Bekommt er jetzt einfach den Wasserstarter, weil er ja so ausbalanciert ist, wie wir mitbekommen haben. Theo? Du weißt anscheinend sehr genau, was du im Leben willst. Du bist impulsiv, ungeduldig und kümmerst dich nur um dich selbst. Aber ich spüre auch noch was anderes in dir. Könnte es großartig sein, das Potenzial, dich selbst komplett zu verändern? Oder vielleicht ist es nur, weil du so jung bist. Das kann ich nicht sagen. Wie auch immer. Für einen Trainer wie dich. Oh, er hat das Pflanzen-Pokémon gekriegt. Ha. Huh. Das sieht jetzt nicht so cool aus wie mein Feuer-Pokémon.
Kann ich auch noch das Wasser-Pokémon sehen? Ja, yeah, mein erstes Pokémon. Miri, du hast ein Pokémon? Ich habe ein Pokémon? Du weißt, was das heißt. Wir müssen kämpfen. Oh, bitte nicht im Labor. Zu spät. Ups. War nicht meine Schuld. Der andere zahlt für alle Reparaturen. Miau. Es ist eine Katze. Miau. So. Erstmal ins Kampfmenü gewöhnen. Oh je, das mit den Attacken wird ja noch ein Krampf. Dass man die so hintereinander hat. Okay. Aber ich habe schon eine Feuerattacke. Das bedeutet nichts Gutes. Oh, wie seltsam ist die KP-Leiste. Die ist ja riesig. Was? Aber ich sollte gewinnen. Aber wie? Ich soll der beste Trainer sein. Das ist nicht möglich. Gute Trainer verlieren nicht. Ich. Bitte wein nicht, Theo. Hier, ich heile dein Pokémon. Mein Pokémon muss nicht geheilt werden, das ist ja kein Loser, so wie Theos. Ich möchte ein unbesiegbarer Trainer sein. Ja, das ist jetzt schon Geschichte. Du wurdest jetzt schon einmal besiegt, ist vorbei. Wie kann es sein, dass ich nicht gewinne? Ich wollte wirklich gewinnen. Nun. Bei deinem Starter und Miris Starter hat Miris Starter nun mal den Typvorteil. Wasser schlägt Feuer, Feuer schlägt Pflanze und Pflanze schlägt Wasser. Das sind die elementaren Typen. Nun zumindest ein Teil davon. Wenn ihr die Typenkombination lernt, ist das ein wichtiger Teil des Trainerdaseins. Nein, ich will noch mal was Neues. Wie kann Miri den besseren Starter bekommen? Das ist nicht fair. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich, wenn ich den Pflanzenstarter bekommen hätte. Nichts gegen Pflanzenstarter. Ich meine, Gag Arbor ist cool. Ha, er hat das schlechter aufgenommen, als ich dachte. Aber du solltest ihn nicht so schnell verurteilen. Er ist nur ein Kind. Ich denke, er wird es bald erkennen, dass Pokémon-Trainieren nicht so leicht ist, wie er sich das gedacht hat. Nicht? Ich werde jetzt zum Eingang von Route 1 gehen. Am Rand der Stadt. Bring Theo mit und ich werde euch beiden zeigen, wie man Pokémon fängt. Bis später, Miri. Ja, Pokémon-Fang-Tutorial. Ach, da sind die... Sind da die Starter? Das wäre der Pflanzen... Das wäre der Wasserstarter gewesen. Sieht aus wie Elektro. Miet, komm mal her. Leute, ich würde aber sagen, wir machen in der nächsten Folge morgen dann weiter. Bis dann, macht es gut und schreibt mir gern in die Kommentare was wollte ich sagen? Spitznamenvorschläge. Mann. So, und wie ihr das Spiel bisher findet und ob ihr Pokémon Uranium schon gespielt habt, ist ja eine Zeit lang wirklich in aller Munde gewesen, ne? Durch die ganzen, durch den Vorfall damals mit Nintendo. Ja. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.